Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, einmal wieder hier auf der Honneburg sein zu dürfen. Mag auch ein religiöses Haus eine bestimmte Ausstrahlung haben, so hat die Honneburg noch eine viel deutlichere, denn sie war immerhin durch fast zwei Jahrhunderte Heimat von Ketzern. Unser Thema über die Unredlichkeit setzt wahrscheinlich voraus, dass wir uns überhaupt einmal darüber im Klaren klar zu werden versuchen, was dann Redlichkeit überhaupt bedeutet. Ich denke, dass wir damit beginnen müssen, zu verstehen, dass Redlichkeit eine interaktionelle Tugend ist. Das heißt, ein Mensch ist eigentlich nicht redlich, sondern hat eine Disposition, redlich zu sein. Er kann redlich sein, aber er muss nicht. Diese Disposition wird dann in konkreten Interaktionen, im Zusammenwirken, im Zusammensprechen mit anderen Menschen sich entweder als redlich oder als Fehlen von Redlichkeit, als Unredlichkeit darstellen. Also handelt es sich, wie bei fast allen Tugenden, um eine interaktionelle Tugend, die nur dann tatsächlich realisiert wird, wenn Menschen miteinander umgehen. In Andeutungen gibt es natürlich auch eine persönliche Unredlichkeit, die auch nur eine persönliche Redlichkeit, die dann darin besteht, dass ich versuche, das Konstrukt, was ich mir von mir selbst mache, möglichst realitätsdicht zu gestalten. Wenn das ein Mensch versucht, dann ist sicher eine notwendige Bedingung der Redlichkeit gegeben. Es ist damit nicht schon Redlichkeit gegeben, sondern eine Bedingung von Redlichkeit. Wenn unser Selbstkonstrukt realitätsfern ist, sich losmacht von dem Bemühen, andere Menschen zu verstehen, anderen nicht zu schaden, sich frei macht davon, von Egoismus, sich frei macht auch von einer Art, die einen Menschen dazu bringen kann, sich nicht nur selbst zu sehen, sondern auch nur noch seinen eigenen Nutzen zu verfolgen, nicht, dann kann das durchaus für den Betreffenden völlig schuldfrei erfahren werden. Viele, die heute Shareholder Value versuchen zu realisieren, tun das besten Gewissens. Obwohl ein anständiger Mensch ein ziemlich schlechtes Gewissen haben sollte dabei. Das heißt, es gehört in ihr Selbstkonstrukt, das sie von sich selbst aufgebaut haben, dazu, dass man sich so verhalten kann. Denn nur Verstöße gegen das Selbstkonstrukt werden von uns mit Schuld besetzt, mit Schuldgefühlen besetzt, auch mit Schamgefühlen, Gefühlen geminderter Selbstachtung. Sodass also die Redlichkeit gründet in einem realitätsdichten Selbstkonstrukt. Also das Bild, was wir von uns selbst haben. Viele Menschen oder fast alle Menschen halten sich für redlich. Das liegt daran, dass sie im Regelfall sich auch an ihrem Selbstkonstrukt orientieren. Sie nehmen nur ihre tatsächliche Unredlichkeit nicht wahr, weil diese in das Selbstkonstrukt eingelagert ist und das Selbstkonstrukt negative Merkmale zu eliminieren versucht. Sodass also unredliche Menschen meistens Menschen sind, bei denen heute, bei denen das Selbstkonstrukt nicht realitätsdicht, nicht zureichend realitätsdicht aufgebaut worden ist. Was bedeutet das aber, das Selbstkonstrukt realitätsdicht zu gestalten? Das setzt einige Dinge voraus und damit natürlich auch für die Redlichkeit des Menschen, das setzt einige Dinge voraus, die wir gemeinhin für schwierig halten.
unter anderem sich auch dem Diskurs oder dem Dialog mit Menschen auszusetzen, die wir vielleicht nicht leiden mögen, die prinzipiell andere Ansichten vertreten als wir selbst. Es soll heißen, die wir aus unserem Toleranzverhalten oder auch aus unserem Toleranzwissen einfach exkommunizieren, ausgliedern. Solche Formen von Verifizierung von Redlichkeit, es bleiben nämlich nur noch dann Menschen übrig, mit denen wir umgehen, die ein ähnliches Du-Konstrukt haben, wie unser Ich-Konstrukt gebaut ist. Und damit stellen wir unser Selbstkonstrukt nicht mehr in Frage. In Frage, wie gesagt, wird es gestellt dadurch, dass wir mit Menschen umgehen, die eine andere Auffassung haben als wir. Und die weitaus meisten sind nicht bereit, sich solchen Situationen auszusetzen, denn sie sind oft recht mühsam. Nicht? Sie werden oft auch falsch verstanden, nämlich nicht als Chance, das Selbstkonstrukt realitätsdicht zu machen, sondern als Beleidigung, als Unverschämtheit, als Schwachsinn oder Ähnliches. Nicht? Wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, die eine andere Meinung haben, wie wir selbst? Und das ist sicher eine Frage, die auch hier der Geist dieses Hauses, ein, wie gesagt, lange Jahre, Jahrzehnte als Ketzerhaus gedient hat, die wir uns hier zurecht stellen müssen, denn Ketzer sind meistens Menschen, die anderes oder anders glauben, als das offiziell die Mehrheit tut. Oder früher, als es offiziell die Kirche tat. Die Fähigkeit und Bereitschaft, sein Selbstkonstrukt permanent in Frage zu stellen und es nicht als selbstverständliche Voraussetzung jeder sinnvollen Kommunikation zu betrachten, dieses ist sicher eines der Grundzüge der neuen Unredlichkeit. Nicht? Früher wusste man, dass man unredlich handelte, das war die gewöhnliche Unredlichkeit. Aber diese neue Unredlichkeit, die den Menschen gar nicht mehr bewusst wird als unredlich, nimmt doch ziemlich stark zu. Woran das liegen mag, wage ich nicht zu beurteilen, vermutlich aber parallel laufend, in meiner Lebenserfahrung positiv korrelierend, mit dem Egoismus von Menschen. Nicht? Der Egoismus lässt eine Selbstliebe, eine verkehrte und verdrehte Form der Selbstliebe aufkommen, die sich auf das Konstrukt und nicht auf das wirkliche, reale Selbst richtet. Diese Selbstliebe ist zweifelsfrei verkehrt, weil sie das Konstrukt nicht mehr für korrekturbedürftig hält. Ich liebe etwas, was es nicht gibt. Das Selbstkonstrukt gibt es nur in meinem Kopf. Nicht? Und das hat mit Selbstliebe in dem Sinne, wie Redlichkeit sie einfordert, nichts mehr zu tun. Aber machen wir da doch ruhig etwas Gewissenserforschung und überlegen uns, in welchen Situationen fühlen wir uns eigentlich wohl. Die weitaus meisten Menschen werden, nachdem sie etwa 2 Minuten darüber nachgedacht haben, ihr Wohlbefinden vor allen Dingen an die Situationen binden, in denen ihr Selbstkonstrukt sich bestätigt. Und sich unwohl fühlen, wenn dieses Selbstkonstrukt in Frage gestellt wird, weil sie ja dann, wenn Reste von Redlichkeit zumindest noch vorhanden sind, an die Möglichkeit denken, dass der andere oder die andere Recht hat. Also, wenn sie recht hat, muss ich wohl oder übel mein Selbstkonstrukt ändern. Dass ein Selbstkonstrukt realitätsdicht ist und eine der notwendigen Bedingungen für die Redlichkeit damit gegeben ist, dass dieses Selbstkonstrukt redlich ist, das kann man daraus schließen, dass dieses Selbstkonstrukt zu
sozialverträglichen Verhalten führt. Sozialverträglich meint jetzt nun nicht sozialverträglich in diesem Sinne, wie wir oft das Wort verstehen, nämlich bezogen auf ein konkretes soziales System, in dem man sich sozialverträglich verhält, Familie, Unternehmen, Staat oder Partei. Es gibt so viele soziale Systeme, nicht in denen man sich realitätsdicht orientieren kann. Und es gibt eine Form der realitätsdichten Orientierung, die dadurch sich als realitätsdicht verweist, dass man mit dieser Orientierung nirgendwo aneckt. Nicht so war zum Beispiel zu den Zeiten des Nationalsozialismus ein überzeugter Nationalsozialist scheinbar redlich, er eckte nirgendwo an. Wäre er mit demokratischen Menschen, Menschen, die nicht faschistisch denken, zusammengekommen, dann wäre sein Selbstkonstrukt erheblich in Frage gestellt worden. Aber eines der großen Fehler des Nationalsozialismus und bei nicht wenigen Menschen wohnt irgendwo im Hinterkopf der kleine Adolf doch noch, also so völlig frei vom nationalsozialistischen Denken sind wir gar nicht, wie wir oft meinen, sei es, dass wir ihn ernsthaft, aber mit inadäquaten Waffen in uns und auch bei anderen bekämpfen, sei es, dass wir ihn als Kuriosität tolerieren, fremd ist er uns nicht. Es gibt ja auch Unternehmen, die faschistisch sind. Das ist ja nicht nur eine Eigenschaft eines Staates. Nicht? Was bedeutet Faschismus? Und an dieser Frage kann man wenigstens einen Aspekt der Redlichkeit und auch der Realitätsdichte des Selbstkonstruktes überprüfen. Faschistisch ist ein Staat, wenn er sich selbst zum höchst schützenden Rechtsgut macht. Das heißt, sich monopolar nur auf eine wesentliche Funktion, nämlich den Schutz von allen anderen Rechtsgütern, einlässt. Und ich habe Ihnen schon, ich glaube vor einem Jahr oder zwei Jahren mal, den klassischen faschistischen Beweis gebracht, den der Faschismus für sich in Anspruch nimmt. Das ist selbst höchstes schützendes Rechtsgut, was alle anderen Rechtsgüter schützt. Nun schützt aber der Staat alle anderen Rechtsgüter, also ist höchstes schützendes Rechtsgut. In dem Augenblick sind Sie Faschist, sobald Sie nicht den Fehler merken. Oder jetzt angewandt auf ein Unternehmen, das Unternehmen ist faschistisch, dass aus der Menge der Faktoren einen absolut setzt und die vier anderen damit vernachlässigt. Was sind die Faktoren, die wichtigsten Faktoren? Ich will ja mal trivial diese Faktoren einfach mal aufzählen. Das ist sicher Kapital, das ist Arbeit, obwohl Kapital, wie gesagt, kein Faktor ist, sondern eine Produktionsbedingung, jedenfalls in Betriebswirtschaften. Das ist also Kapital, Arbeit, das ist nicht mehr Grund und Boden, wie wir das noch vor 100 Jahren in den alten Lehrbüchern finden, sondern das ist die intakte Umwelt, das ist ein Faktor geworden, ein Produktionsfaktor. Dann ist ein wichtiger Produktionsfaktor sicher auch die Kreativität und Innovationsfähigkeit und Freudigkeit in einem Unternehmen. Und dann schließlich die Unternehmenskultur. Die Kultur des Unternehmens liegt nur dann vor, wenn außer der ökonomischen Verantwortung noch eine zweite, aus dem ethischen Bereich genommene Verantwortung dazutritt und der Betreffende nicht mehr einfacher Systemagent ist, der also nur monopolar die ökonomische Verantwortung sieht, sondern eine Führungspersönlichkeit, ist nur dann, wenn man bipolare Entscheidungen trifft, die im Spannungsfeld zwischen ökonomischem Nutzen und ökonomischer Verantwortung auf der einen Seite und der sozialen, ethisch-sozialen Verantwortung auf der anderen Seite, um nur ein Beispiel für die Bipolarität zu nennen, der eine Mehrziehentscheidung, der diese beiden Aufgaben berücksichtigt, kennt. Schauen Sie, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland Führungskräfte viel zu viele. Wahrscheinlich werden im Laufe der nächsten 10 Jahre etwa die Hälfte dieser Führungskräfte überflüssig. Das Mittelmanagement und auch das Untertopmanagement werden zunehmend ausgedünnt werden, weil viele Aufgaben durch Internet und die Folgen wahrgenommen werden können.
oder ausgelagert werden können an andere Unternehmen, die dann etwa das Controlling oder so etwas oder Finanzen, Personales übernehmen. Die Fähigkeit zur Redlichkeit hängt, also jetzt also ein faschistisches Unternehmen macht monopolar sich deutlich, also wenn etwa ein Unternehmen sagt, die anderen vier Faktoren interessieren mich nicht, mich interessiert einzig und allein der Faktor Kapital, dann ist das nackter Faschismus. Und ich kenne eine ganze Menge faschistischer Unternehmen. Und es ist einige Mühsal wert, diesen Faschismus in Unternehmen zu krachen und zum Zerfallen zu bringen. Das ist eine der wesentlichen Aufgaben, die aus einer Führungskraft eine Führungspersönlichkeit macht, nämlich die Auswahl der zum Führen bestimmten im Unternehmen zum Führen bestimmten Führenden. Diese Sicherung, dass wir langsam in Unternehmen eine Dominanz von Führungspersönlichkeiten bekommen und die Führungskräfte oft als nichts anderes als Systemagenten und die Führungskräfte so allmählich und sicher herauskatapultiert werden. Ich bin in einer Reihe von Unternehmen Aufsichtsrat und sogar in einigen Aufsichtsratsvorsitzender. Und da gibt es tatsächlich Vorstände, die man entlassen muss, weil sie die Unternehmenskultur zerstören. Unternehmenskultur bedeutet wenigstens den Aufbau des inneren und äußeren Beziehungsmanagements. Und das jetzt aufgrund einer redlichen, sich selbst redlich darstellenden Persönlichkeit. Dieses Beziehungsmanagement weist sich aus im Aufbau von Vertrauensfeldern. Das ist keine Technik, die man je erlernen könnte, sondern das ist eine Entfaltung von persönlichen Möglichkeiten, die oft nicht entfaltet worden sind. Wenn in einem Unternehmen Vertrauensfelder nach innen oder auch nach außen mit Kunden, also der Lieferanten, auch der politischen Umwelt, wenn da keine Vertrauensfelder aufgebaut werden, sondern eher Misstrauensfelder aufgebaut werden, etwa weil irgendeine Unternehmensberatungsfirma das Unternehmen beraten hat und auch gerade unter den leitenden Angestellten tiefen Misstrauens hinterlassen hat, so bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Misstrauen verbreitenden Menschen, bei aller Liebe zu Menschen, aus diesem Unternehmen scheiden zu lassen. Auch wenn sein Vertrag noch 2 oder 3 Jahre weiterlaufen sollte. Er bringt mehr Schaden als Nutzen. Er ist unredlich, meistens ohne es zu wollen und zu sein. Nach dem Urteil der unternehmensinternen Moral, die etwa sich ausschließlich oder vorwiegend auf den Shareholder Value, auf die mögliche Optimierung des Bilanzgewinns etwa hin orientiert. Die Analyse des Selbstkonstruktes ist also eine der wesentlichen Voraussetzungen, die notwendig sind, um Redlichkeit zu erwerben. Redlich, so lautet hier mal die vorausgesetzte Definition, ist der Mensch, der sich sozialverträglich verhält und das unabhängig von den Normen sozialer Systeme. Der also nicht die Normen sozialer Systeme als Kriterium der Sozialverträglichkeit des Verhaltens betrachtet, sondern prinzipiell das Umgehen mit anderen Menschen, ob sie nun zu konkreten Systemen gehören oder nicht. Wer dieses zur Messlatte seiner Sozialverträglichkeit nimmt, der wird transsystemische Ethiken entwickeln. Und diese transsystemischen Ethiken, die jedes einzelne System auch Staaten übergreift und hingeht auf alle Menschen. Und wir wollen die Menschheit mal nicht als System betrachten, vielleicht wird sie mal eins.
wenn hier ein Mensch sich orientiert an einer Maxime, die sich an alle Menschen richtet, die also System, konkrete soziale Systeme transzendiert. Das soziale System wird sich natürlich gegen diese Form der Redlichkeit ernsthaft wehren, und das ist einer der Gründe, warum Menschen unredlich werden. Und zwar oft ohne es zu wissen. Kommt zwar selten vor, dass Führungspersönlichkeiten wieder zu Führungskräften regredieren, aber es kommt vor. Nämlich wenn der äußere Druck, die normative Kraft des Faktischen, der Zwang, sich einzupassen, so groß wird, dass der Betreffende den Wert der Einpassung für größer hält als die Redlichkeit. Wie wird dann Redlichkeit erfahrbar sich machen? Einen wichtigen Punkt habe ich Ihnen schon genannt, an der Bereitschaft und der Fähigkeit, nicht nur die Bereitschaft. Die kann jeder natürlich haben und wird in diesem Raum wahrscheinlich auch jeder für sich in Anspruch nehmen. Die Bereitschaft und die Fähigkeit, das Selbstkonstrukt dauernd, nicht andauernd, aber jeder in jeder neuen sozialen Situation zur Korrektur und zur Disposition zu stellen. Stimmt es? Bin ich jetzt optimal mit dem anderen Menschen umgegangen? Was das optimal bedeutet, wird uns auch noch bis zu beschäftigen haben. Also sicher sind es zur Redlichkeit gehört sicher erstens, also abgesehen jetzt von dem ernsthaften Bemühen, das Selbstkonstrukt realitätsdicht zu organisieren. Und wie gesagt, der Faschismus ist eine, wo auch immer er vorkommen mag, in Familien, in Unternehmen oder in Staaten, ist eine Form der Unredlichkeit, die sich als redlich erfahren lässt. Ich glaube, die Nazis haben sich als redlich erfahren, bei ihrer Predigt der sekundären Tugenden, Fleiß, Aufmerksamkeit, Sauberkeit, Gehorsam und viele andere Tugenden, die sie eingefordert haben, mochte in ihnen das falsche Bewusstsein von Redlichkeit aufkommen lassen. Dabei waren sie fundamental unredlich, denn das Fundament der Redlichkeit ist sicher in den primären Tugenden, in der Realisierung der primären Tugenden begründet, etwa in der Tugend, ich will das jetzt im Augenblick nicht erläutern, können wir vielleicht nachher nochmal machen, erstens in der Tugend der Zivilcourage, zweitens in der Tugend des kreativen Ungehorsams und drittens in der Tugend der Konfliktfähigkeit. Fehlen diese Primärtugenden, wären die Sekundärtugend, wie Aristoteles schon richtig erkannte, zu lastern. Nicht? Wer gehorsam war in einem faschistischen Unternehmen oder einem faschistischen Staat, der realisierte eine Untugend. Das Fehlen der primären Tugenden verdreht die Tugendhaftigkeit der Sekundärtugenden in Untugenden. Wie gesagt, wenn Sie Primärtugenden, die drei genannten, zu realisieren versuchen, werden Sie nahezu mit jedem System, in jedem System, das nicht bewusst in der Unternehmenskultur die Pflege dieser Primärtugenden aufgenommen hat, werden Sie mit solchen Unternehmen Schwierigkeiten haben. Es können auch Kirchen sein, um nur ein Beispiel zu nennen, es können Parteien sein, es können Gewerkschaften sein, es können auch Unternehmen sein oder Familien. Versuchen Sie mal, sich selbst redlich und überredlich zu sein in der Realisierung der drei primären Tugenden. Nicht? Ohne die gibt es keine Redlichkeit. Sekundäre Tugenden an sich und ohne die Primärtugenden werden zu, wie gesagt, nach Aristoteles zu Lastern, zumindest zu Untugenden. Und es gibt sehr viele Unternehmen, Familien, Kirchen, die diese Untugend extrem favorisieren. Nicht, wer pünktlich aufmerksam ist und gehorsam ist, immer sich schön kleidet,
so wie man sich in dem Unternehmen halt kleidet und immer nur freundliche Worte hat, viel lobt und so, nicht? Ein solcher Mensch wird im Unternehmen, auch in einem faschistoiden Unternehmen, sich sehr wohl fühlen, anstatt jetzt auch im Widerspruch zum faschistischen Organisiertseins, in echter Redlichkeit, das System wenigstens nicht zu internalisieren. Und bei Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und der Chance, etwas zu ändern, auch gegen dieses System vorgehen. Das ist nicht immer ganz einfach. Selbst in Unternehmen ist es nicht ganz einfach oder in Familien. Ein weiterer Punkt, der sicher zur Redlichkeit gehört, ist die Beobachtung der drei Redlichkeitsregeln des Mittelalters, die sich auf Sokrates oder auf Aristoteles beziehen. Diese drei Redlichkeitsregeln möchte ich Ihnen doch auch hier zur Kenntnis geben, weil das Fehlen dieser drei Redlichkeitsregeln einen Aspekt der gewollten oder auch ungewollten, der alten oder der neuen Unredlichkeit ausmacht. Die erste Redlichkeitsregel, schon von Sokrates, das heißt Platon, Sokrates davon sprechen, ist die Verwechslung von Gewissheit und Wahrheit. Ein unredlicher Mensch verwechselt in aller Regel Gewissheit und Wahrheit. Das heißt, er hält seine Gewissheiten für frei von Irrtum und Täuschung und somit als wahr. Diese verbreitetste Form der Unredlichkeit gehört sicher heute zunehmend mehr in den Bereich der neuen Unredlichkeiten, weil immer mehr Menschen im Fortschreiten des Individualismus oder auch im Fortschreiten der Ausbildung von Ideologien, die etwa durch Zeitungen oder Zeitschriften bestimmterweise verbreitet sind, wenn Sie nur eine Zeitung lesen, werden Sie früher oder später notwendig Ideologe. Das heißt, Sie werden von einer Idee besessen, Sie besitzen keine, Sie werden von einer Idee besessen, die Sie für wahr halten. Nicht, obwohl jeder normale Mensch eigentlich wissen sollte, dass selbst wissenschaftlich erhobene Erklärungen, mögen es Theorien im naturwissenschaftlichen Bereich sein, mögen es Modelle im handlungswissenschaftlichen Bereich sein, mögen es Geschichten im historisch-analytischen Bereich sein. In allen drei Wissenschaftsbereichen wissen wir als Wissenschaftler, dass wir niemals über eine wahre Aussage verfügen, sondern unser Wissen immer behaftet ist mit Irrtum und Täuschung, wenn es nicht einfach um sinnfällige und augenfällige Sachverhalte handelt. Also sobald es in den Bereich der Erklärungen geht. Theorien, Modelle, Geschichten. Es ist für mich immer überraschend, dass manche Menschen die historiografischen Daten ihres Lebens zu einer ziemlich konstanten und nie ernsthaft in Frage gestellten Geschichte zusammensetzen. Und das hat was mit dem Selbstkonstrukt zu tun. Dass man die gleichen historiografischen Daten, deren Vorhandensein mal hier nicht bestritten sein mag, auch ganz anders zu einer Geschichte zusammenbinden kann, hängt ab von der Fähigkeit, bestimmte Ereignisse verschieden zu gewichten und in verschiedene Zusammenhänge zu stellen. Im Verlauf einer Therapie, etwa einer psychoanalytischen Therapie, ist es interessant zu erfahren, wie die Lebensgeschichten eines Menschen im Laufe der Therapie sich ändern. Am Anfang in der Anamnese wird nur eine Lebensgeschichte erzählt und die wird auch mehrmals wiederholt und die gleichen historiografischen Daten bleiben auch erhalten und werden in ähnlicher Weise oder in gleicher Weise miteinander verbunden. Das heißt also, das Selbstkonstrukt dieses Menschen kennt und erlaubt ihm nur eine Geschichte. Dabei ist Geschichte immer der Singular von Geschichten. Ein redlicher Mensch wird wissen,
dass er aus der Fülle seiner Lebensgeschichten im Augenblick nur über eine unmittelbar verfügt. Wenn man ihn auffordert, mal seine Lebensgeschichte zu erzählen, dann kommt eine Geschichte dabei heraus. Aber es kann nach irgendeinem tiefgreifenden Erleben oder einer Erfahrung dazu kommen, dass er dann seine Lebensgeschichte plötzlich ganz anders erzählt. Die gleichen historiografischen Daten anders wertet, anders verbindet, anders ordnet. Redlichkeit setzt also voraus, das Wissen, dass alle nicht einfachen, trivialen Zusammenhänge niemals wahr sind, sondern nur gewiss sind. Ich persönlich halte zwei Aussagen für wahr, wohl wissend, dass sie nur gewiss sind, nämlich die beiden Sätze, auf denen mein Leben fußt. Nicht? Da muss ich annehmen, sie seien wahr. Obwohl ich, wenn ich darüber nachdenke, nur Gewissheit in Anspruch nehme und jemand, der die Sätze bezweifelt, durchaus ernst nehme. Auch ernst nehmen muss, weil ich weiß, dass das, was ich für wahr halte, nur ein für wahr halten ist, ein Glauben also ist, oder ein Meinen ist, nicht aber wahr ist. Das sind diese beiden Sätze. Die sind nun beide religiöse Arten. Sie werden einem Priester ja wohl verzeihen, dass er auch mal etwas Religiöses sagt in einer solchen Veranstaltung. Es sind einfach nur zwei. Erstens, Gott liebt uns und da ich zu uns gehöre, mich auch. Und der zweite Satz ist, Jesus ist in einer qualitativ anderen Weise Mensch geworden, das Göttliche ist in ihm Mensch geworden, als bei uns anderen Menschen. Was das genauer hin sagt, das ist eine Frage, die das Glauben und die Glaubenserfahrung, die Lebenserfahrung jedes Menschen anders macht. Also die beiden Sätze werden von jedem Menschen anders verstanden. Ich kann Ihnen aber nicht mitteilen, wie ich sie verstehe. Ich kann nur Ihnen mitteilen, was für Sätze es sind. Denn Sie verstehen sie anders. Jeder hat, Gott liebt uns, jeder hat andere Erfahrungen mit Liebe gemacht. Der eine glaubt an etwas Göttliches, der andere nicht. Und der nicht daran glaubt, für den ist der Satz eh unsinnig. Nicht? Und das Göttliche ist in Jesus mehr Mensch, in qualitativ anderer Weise geschöpft geworden als bei uns. Auch dieser Satz wird von allen Menschen anders verstanden, je nach der Erfahrung, die sie mit dem Wort das Göttliche haben. Und auch welche Erfahrungen sie mit Mensch haben. Also ich weiß, dass dieses, und ich glaube, das gehört zur Redlichkeit dazu, dass ich hier Gewissheiten verfüge im reflektierten Denken, die ich in der Lebenspraxis als frei von Irrtum und Täuschung versuche zu realisieren. Also als wahr zu realisieren. Die zweite Redlichkeitsregel stammt, und die zweite und dritte stammen beide von Aristoteles. Die zweite habe ich schon erwähnt. Ein redlicher Mensch, Mensch unterscheidet sich vom Unredlichen darin, dass er Redliche sagen kann, worüber er redet. Nicht? Also probieren Sie mal aus, testen Sie mal bei sich selbst Ihre Redlichkeit. Können Sie sagen, ohne ins Lexikon zu schauen, was Redlichkeit bedeutet? Es ist ziemlich schwierig. Nicht? Letztlich steht im Hintergrund ein Satz, der so zwar nicht von Wittgenstein gesagt worden ist, aber von ihm hätte stammen können. Woher soll ich wissen, was ich meine, wenn ich etwas sage? Wenn ich das selbst noch nicht mal weiß, was ich meine, wenn ich etwas sage. Der redliche Mensch wird diesen Satz auch für sich gelten lassen. Die dritte Redlichkeitsregel stammt auch von Aristoteles und ist dann vom Mittelalter abgekürzt worden in die Form Nemokratis Mendax, keiner lügt ohne Grund, aber die Sachen müssen Sie auch andersrum lesen können. Ist ein Grund vorhanden, dann müssen Sie damit rechnen, dass ein Mensch bewusst oder unbewusst eine falsche Aussage macht über einen bestimmten Sachverhalt.
Denn das Interesse, das erkenntnisleitende Interesse, gibt dem Sachverhalt, interpretiert den Sachverhalt je nach dem Interesse, das ein Mensch hat, anders, bewusst oder unbewusst anders. Auf gut Deutsch heißt das, ich habe nur dann das Recht, lebensorientierte oder sonst die wichtige, mich oder andere Menschen betreffende Entscheidungen zu treffen, aufgrund von Tatsachen, wenn diese Tatsache von zwei verschieden interessierten Instanzen, Personen etwa, identisch mir mitgeteilt wird. Sonst muss ich damit rechnen, dass das Interesse die Mitteilung verfremdet hat und ich habe kein Recht, aufgrund dieser, dieses verfremdeten Interessens Entscheidungen zu fällen. Obwohl, viele Unternehmen daran leiden, dass zu wenig entschieden wird, aber meistens ist das Feigheit. Wer nichts entscheidet, kann auch nichts falsch machen. Und nicht die Anwendung der dritten Redlichkeitsregel. Wer hält sich da noch dran an die dritte Redlichkeitsregel? Sicher nicht der, der nur das ZDF guckt abends und in Nachrichtensendungen und die Frankfurter Allgemeine liest. Was dabei herauskommt, ist nicht redlich. Ist unredlich zustande gekommene Sicherheit. Also diese drei Redlichkeitsregeln, ja, denen gehören sicher dazu, um zu sagen, ein Mensch ist redlich. Diese Form, diese Fundamente der Redlichkeit, Primärtugend auf der einen Seite und die Redlichkeitsregeln auf der anderen Seite, formulieren sich dann auch in einer empirisch erfahrbaren Redlichkeit, die sich darstellt in Rechtschaffenheit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit eines Menschen. Was heißt das denn nun eigentlich, rechtschaffen sein? Also das sind die vier, neben den Redlichkeitsregeln und den Primärtugenden haben wir empirische Sachverhalte, Rechtschaffenheit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit, die es uns, wenn das dauerhaft von einem Menschen gelebt wird und ein Mensch erfahrbar macht in seinen Interaktionen, die uns dazu bringen, ihm das Attribut der Redlichkeit zuzusprechen. Aber was heißt dann schon Rechtschaffenheit? Ich möchte eine zweite Redlichkeitsregel. Erste des Aristoteles. Was heißt Rechtschaffenheit? Nun, ich versuche es mal, was ich darunter verstehe, will ich Ihnen mitteilen. Es ist auch ziemlich in der Nähe der üblichen Definition. Rechtschaffen ist ein Mensch, der personal handelnd das Rechte schafft. Personal handelnd meint erstens nicht funktional handelnd, sondern personal ist was anderes. Und zweitens, handeln ist was anderes als sich verhalten. Handeln setzt nämlich vier Dinge als gegeben voraus. Ich handle nur erstens, wenn das Kontingenzprinzip gilt, also wenn ich auch anderes tun könnte. Nicht, sonst werde ich, wenn ich unter Zwang handle, ich nicht, sondern ich tue dann etwas. Zweitens, wenn ich ein Ziel verfolge mit meinem Handeln, das Finalitätsprinzip. Drittens, das Effizienzprinzip, nämlich es muss etwas bewirken in dieser Welt, sonst handle ich nicht. Und endlich das Responsibilitätsprinzip, das meint jetzt nicht die Verantwortung im moralischen Sinne, sondern das meint, ich muss das den betroffenen Menschen, die von meinem Handeln betroffenen Menschen, muss ich erklären können, warum ich so und nicht anders handle. Nun, das Rechte schaffen, ob ich das Rechte schaffe oder nicht, was ist denn schon nun das Rechte? Das Rechte kann uns überzeugend mitgeteilt werden von unserem Gewissen. Das setzt aber voraus, dass dieses Gewissen verantwortet gebildet worden ist.
Das Gewissen ist nicht etwa, ich benutze jetzt wieder ein Fremdwort, wahrscheinlich für die meisten, die sich jetzt fragen würde, was Gewissen bedeutet, kämen wahrscheinlich die merkwürdigsten Vorstellungen heraus, die alles nichts mit Gewissen im ethischen Sinne zu tun haben. Gewissen ist das dem Handeln oder auch dem Entscheiden unmittelbar vorhergehende Urteil über die Sittlichkeit des Handelns, über die sittliche Qualität des Handelns. Was hinterher das sogenannte schlechte Gewissen ausmacht, das ist die Conscientia Consequens, also in das nachfolgende Gewissen, ist für die Sittlichkeit der Handlung ohne jeden Belang. Sittlich verantwortet übernommenes Gewissen heißt sich also orientierend auch nicht nur an moralischen Normen, die konkrete Gesellschaften uns vorgeben, Kirchen, Staaten, Gewerkschaften, Familien oder so etwas, sondern damit hat es eine Wissenschaft zu tun, die sich über 2.500 Jahre fast, und vor Sokrates jedenfalls beginnend, der ja um 399 gestorben ist, über 2.500 Jahre gehalten hat, erst in Andeutungen, dann immer deutlicher werdend, und jetzt auf Philosophenkongressen fast einmütig festgestellt, das ist die hier in diesem Raum schon so oft zitierte Biophilie. Das heißt, das Gewissensurteil, das heißt, das der Handlung unmittelbar vorausgehende Urteil über die Sittlichkeit der Handlung, könnte man auch so formulieren, dass der Handlung unmittelbar vorausgehende Urteil über die Biophilie, die biophile Qualität meines Handelns. Das wäre dann ein verantwortetes, überkommenes Gewissen, übernommenes Gewissen. Nicht? Wobei die Biophilie sich sehr verschieden darstellt und wir müssen uns hüten, die Biophilie ohne ihre Randbedingungen zu sehen. Zwei wichtige Randbedingungen der Biophilie ist erstens die Inkulturation im weitesten Sinne. Wenn ich einem Menschen begegne mit einer anderen Lebenskultur als meiner, oder sogar in einer Welt lebe, sagen wir in einer konfuzianistischen organisierten und denkenden Welt oder in einer jüdischen oder in der arabischen Welt oder im Shintoismus, dann muss ich das, was biophil ist, neu bedenken, denn es ist nicht dasselbe in China biophil, was für uns biophil ist, auf dem Hintergrund des chinesischen Denkens wird sich Biophilie anders ausmachen. Das heißt, wir sind verpflichtet, wenn wir in anderen Kulturräumen sind, wie gesagt, schon der andere Mensch kann ein anderer Kulturraum sein, das Biophilie-Postulat entsprechend zu modifizieren, zu fragen, was ist in dieser Situation, was ist im Horizont dieser Lebenskultur oder dieser Kultur als Wertegemeinschaft verstanden, biophil. Das ist die erste Randbedingung, die Inkulturation. Die zweite Randbedingung, die ebenso notwendig ist, scheint mir die Weisheit zu sein. Es gibt unweise Formen der Realisierung von Biophilie. Weisheit, darüber haben wir uns auch in diesem Raum schon unterhalten, meint Lebenswissen. Wissen, wie durch meine Handlungen oder Entscheidungen eigenes und fremdes Leben eher gemehrt wird. Nicht, der handelt weise, der so handelt. Diese beiden Randbedingungen der Weisheit und der Inkulturation gehören sicher notwendig zu einer, zur Biophilie dazu, weil sie Missbräuche oder Missverständnisse von dem, was biophil ist, zu vermeiden helfen. Das rechte Schaffen ist damit schon in etwa gesagt. Also zunächst mal das eigene Gewissen, darüber habe ich jetzt etwas gesagt. Dann als zweite Instanz, das Urteil weiser Menschen käme auch noch in Frage, ob ich rechtschaffen handle oder nicht. Und dann endlich, und das ist meines Erachtens auch das entscheidende und am leichtesten nachprüfbare Kriterium,
die gelingende biophile Kommunikation. Also die Kommunikation, die eigenes und fremdes Leben im Interagieren miteinander eher mehrt als mindert. Wenn keines dieser drei Kriterien, nachprüfbaren Kriterien gegeben ist, würde ich nicht von Rechtschaffenheit, einem wesentlichen Element der Redlichkeit, sprechen. Zweitens, die Aufrichtigkeit. Aufrichtig ist ein Mensch, der sich selbst treu ist, der in den eben genannten Grenzen oder Zusatzbedingungen versucht, sein Leben und das Leben anderer Menschen möglichst biophil zu gestalten. Das Wort aufrichtig kommt von etwas oder sich aufrichten können. Und sich oder andere aufrichten können, das ist eine außerordentlich biophile Handlung, die dann durchaus begleitet ist von der Inkulturation oder begleitet sein muss von Inkulturation, als auch von Weisheit. Die eigene begründete Überzeugung ohne Verstellung auszudrücken, so dass die Interaktion biophil wird. Das wäre eigentlich die klassische Definition von Aufrichtigkeit. Das impliziert wieder eine Menge von Dingen, die wir schon genannt haben. Erstens ein realitätsdichtes Selbstkonstrukt. Sonst kann ich mir alle möglichen Dinge vormachen über Biophilie und über Weisheit, wenn das Selbstkonstrukt nicht stimmt. Dann eine Menge an Zivilcourage, die eben schon unter den Tugenden genannt wurden. Eine Menge an Lebenswissen, also an Weisheit. Und endlich eine Menge an Authentizität. Ein aufrichtiger Mensch ist stets ein authentischer Mensch. Er versucht zu sagen, was er meint, wenn er, wie gesagt, wenn der Versuch auch gelegentlich misslingt. Authentisch, auch die Authentizität eines Menschen lässt sich empirisch feststellen. Wir machen das meistens so, dass wir, also in der Psychologie so, dass wir feststellen, ob und in welchem Umfang die drei Pole, in denen unser Menschsein die soziale Außenwelt berührt, als in Übereinstimmung vorhanden sein, feststellen oder nicht. Sie stimmen nicht miteinander überein, bilden keine Einheit. Diese drei Pole sind Emotionalität, Rationalität und Sozialität. Das sind die drei Eckpunkte, in denen unsere Persönlichkeit die menschliche Außenwelt berührt. Wenn diese drei Pole in gleicher Wichtigkeit ankommen, dann können wir sagen, der Mensch ist authentisch, dieser Mensch ist authentisch. Wobei, wie gesagt, Authentizität nur eine notwendige Bedingung der Aufrichtigkeit ist. Nun, über die Ehrlichkeit, denke ich, brauche ich hier weniger zu reden, denn die Unehrlichkeit betrifft am stärksten unsere Konstrukte, an die Form unserer Verarbeitung von Informationen auf unserer Großhirnrinde. Wenn Sie eine handfeste Definition haben wollen, die man jetzt auch im Empirischen ausmachen kann, dann ist das ehrlich ein Mensch, der ohne Verstellung offen sein kann. Der also nicht verdeckt etwa kommuniziert, der, wenn er etwas sagt, etwas völlig anderes denkt. Es gibt nur zwei Gründe zur verdeckten Kommunikation, also etwas anderes zu sagen, als man denkt. Das ist erstens der Schutz eigener oder fremder Geheimnisse. Da kann ich ruhig anderes denken, als ich sage. Und das Zweite ist, wenn mein Denken, wenn es ausgesprochen würde, das Leben des anderen eher mindern würde. Also wenn es nekrophil wäre. Nicht? Auch dann kann ich brauchen Denken und Sagen nicht übereinzustimmen oder sollten auch nicht übereinstimmen. Aber wenn auch ein Mensch in anderen Situationen
so handelt, dass er anders denkt, als er sagt, dann ist er ganz sicher nicht ehrlich, sondern ist nur mit Verstellung offen. Er hat eine verstellte Offenheit. Endlich gehört dazu die Verlässlichkeit. Nun, da das Wort verlässlich auch im Umgangssprachlichen wohl definiert ist, können wir uns hier eine lange Definition ersparen. Das heißt einfach, sich verlassen können auf einen Menschen und sein Wort. Ich kann mich auf dich verlassen. Ich kann mich darauf verlassen, dass du das sagst, möglichst in der Nähe dessen, was du meinst. Und ich halte es auch für eine Forderung der Verlässlichkeit, dass ich versuche, die Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse des anderen Menschen mitzusehen, bevor ich etwas sage oder tue. Auch das gehört zur Verlässlichkeit dazu. Also Verlässlichkeit ohne jede Empathie ist keine Tugend, sondern gehört zu den Sekundärtugenden, die auch Laster sein können. Nun, die alte Unredlichkeit ist genügend definiert. Das finden Sie in jedem Lexikon, was da unredlich ist. Das heißt, wenn ein Mensch oder auch ein soziales System den eigenen Nutzen sucht und den Schaden anderer dabei billigend in Kauf nimmt oder gar will, anstrebt. Nicht? Dann ist das die klassische Definition eines unredlichen Systems oder eines unredlichen Menschen. Dem kein Mittel zu schlecht ist, wenn es nur den eigenen Nutzen nährt. Er weiß darum, ist die Voraussetzung der alten Unredlichkeit. Darum wissen, dass man unredlich ist. Also bewusst oder gar vorsätzlich Fremden schaden wollen, um den eigenen Nutzen zu mehren. Die neue Unredlichkeit dagegen ist etwas anders. Sie kommt wahrscheinlich zum guten Teil dadurch zustande, dass Dynamik und sowohl unsere psychische Dynamik als auch die Dynamik sozialer Prozesse der sozialen Systeme, in die wir eingebunden sind, dass diese Dynamik uns permanent vor neue Aufgaben stellt, neue Fragen zu beantworten aufgibt, neues Orientieren einfordert, ja, neue Definitionen bestimmter Werte von uns verlangt. Und das ist halt manchen Menschen zu viel. Nicht? Es gilt auch leider für die meisten Menschen das ökonomische Prinzip in der vereinfachten Form so dargestellt. Ich suche meinen größten Nutzen mit möglichst geringen Kosten zu erreichen. Also ich weiß, das ist eine sehr simplifizierte Form des ökonomischen Prinzips, aber so ungefähr ist das Gemeinte hoffentlich deutlich. Also, die neue Unredlichkeit ist ein interaktionelles Verhalten, das ein Mensch realisiert in der Meinung, er sei redlich, ohne es zu sein. Es handelt sich hier als Grundlage immer angenommen, auch wie schon ausgeführt, um ein falsches Selbstkonstrukt. Ein Selbstkonstrukt, in dem Fehler und Irrtümer in einem Maße Überhand nehmen, die einen Menschen eben jetzt dazu führt, unredlich zu sein, ohne es zu wollen. Ich will das an ein paar Beispielen nur versuchen zu verdeutlichen. Also, erstes ist sicher, die Redlichkeitsregeln werden nicht beherrscht oder nicht realisiert. Zweitens, auch ganz offensichtlich, die primären Tugenden werden nicht beherrscht oder wenn sie angewandt werden, nimmt der andere sie nicht ernst, weist sie ab
ohne dass darüber ernsthaft gesprochen werden könnte, nämlich die dem letztlich zugrunde liegenden verschiedenen Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse. Die Surface Structure, die Oberflächenstruktur in der Kommunikation setzt immer voraus, dass ich die Erwartungen, Interessen, Bedürfnisse und Werteinstellungen oder, wie hast du es nochmal so schön genannt, Rudi, die Vibes eines anderen Menschen versuche zu berücksichtigen. Zur modernen Unredlichkeit gehört auch der Glaube an die Aussagekraft von Statistiken. Das führt zur verzerrten Wahrnehmung von Risiken. Ich will das Ihnen jetzt mal, wenn Sie Lust haben, an einem Beispiel, einem Testbeispiel deutlich machen. 24 Ärzte aus München und Düsseldorf, aus München sehr wohl auch, aus Düsseldorf, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden, zwischen 40 und 50 Jahre alt und alle eine langjährige medizinische Erfahrung mitbrachten, wurden gefragt, wenn aus mindestens 14-jährige Berufserfahrung waren. Darunter die Aufgabe bestand darin, festzustellen, wie viel Prozent der symptomfreien Frauen, es ging um Mammakarzinome, also Brustkarzinome, der symptomfreien Frauen, die zwischen 40 und 50 zur Früherkennung eines möglichen Brustkrebses mammografisch untersucht wurden. Darum geht es, das war jetzt die Zielgruppe. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Frauen Brustkrebs hat, beträgt angenommen 1%. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frauen einen positiven Befund haben, also mammografisch einen positiven Befund haben, beträgt 80% unter der Voraussetzung, der positive Befund ist in 80% der Fälle auch realistisch. Also ist nicht dann ein Mammakarzinom vor in 80% der Fälle. Und jetzt kommt die Frage, wenn nun eine von diesen 80 Frauen, die da untersucht wurden, jedoch keinen Brustkrebs hat, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dennoch einen positiven Befund hat, 10%. Nehmen wir mal an. Jetzt kommt die Frage, die Testfrage, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine von diesen Frauen an Brustkrebs dennoch erkrankt ist? Von den 24 Ärzten, ich will diese Frage jetzt gar nicht von Ihnen beantwortet wissen, das Ergebnis wäre wahrscheinlich verheerend. 22 von diesen befragten Ärzten gaben an, nach längerem Rechnen, an, dass, also 22% kamen auf die Wahrscheinlichkeit von 70%. Die Frauen haben zu 70% Wahrscheinlichkeit einen Brustkrebs. Nur zwei von die statistisch gesehen richtige Lösung, zwei von 24 Ärzten, nämlich in unmittelbarer Nähe von 7,5, also 7,48 und so weiter Prozent. Und die Frauen, die Ärzte, die mit 80 bis 70% der Wahrscheinlichkeit bei einer Frau Brustkrebs diagnostiziert haben, sagen das ja früher oder später auch den Frauen. Was kann für ein Unheil dadurch entstehen, obwohl die Wahrscheinlichkeit nicht 80%, sondern nicht geschätzt, wie geschätzt 80%, 70% war, sondern etwas mehr als ein Zehntel, 7,48 oder knapp 7,5%. Also der Glaube an Statistiken ist eines der verbreitetsten Übel, die ich kenne, vor allen Dingen bei Menschen, die nie wissenschaftlich mit Statistiken haben arbeiten müssen. Das heißt also die Psychologen, Betriebswirte, Volkswirte unter ihnen nehme ich mal aus, obwohl meine Lebenserfahrung mir sagt, dass das statistische Wissen unmittelbar nach dem Examen sich wieder null nähert. Also das ist auch unredlich, ja? Das ist eine Unredlichkeit. Die Statistikgläubigkeit ist eine Form der Unredlichkeit. Und zwar der nicht bewussten Unredlichkeit, der unbewussten Unredlichkeit.
denn wir vertrauen in einem Ausmaße Statistiken, die unglaublich ist. Ohne statistische Kenntnis zu haben. Das heißt, die Wahrnehmung von Risiken ist bei uns verzerrt. Wir können im Denken mit Wahrscheinlichkeiten bei Entscheidungen oder unter Unsicherheit nicht umgehen. Wer das glaubt, er könne das, ohne ein statistisches Fachwissen aktuell zur Verfügung zu haben, der irrt. Bei Entscheidungen oder Unsicherheit können wir die Wahrscheinlichkeiten nicht angeben, dann wären sie übrigens ja auch Entscheidungen unter Risiko, wenn ich die Wahrscheinlichkeit eines Ausganges auch mathematisch exakt angeben könnte. Drittens, sicher ein Zeichen der modernen, ein Zeichen der modernen Form der Unredlichkeit ist die Ideologie vom Shareholder Value. In der deutschen Fassung möchte ich den Bilanzgewinn zu steigern, weil der Bilanzgewinn maßgeblich ist in Deutschland, merkwürdigerweise nur für den Kurs der Aktie. Nicht, dass die ganzen Formeln gehen nur auf den Kurs und deshalb schauen sich die Leute die Kurse an, anstelle sich zu fragen, was ist der Unternehmenswert. Nicht, der Unternehmenswert muss bestimmen den Preis einer Aktie und nicht die Nachfrage, die sich an einer orientiert, an dem Bilanzgewinn ausschließlich oder nahezu ausschließlich. Diese Formeln, die Sie in Zeitungen finden, über die Performance bestimmter Aktien oder anderer Wertpapiere, kommt auf diese lächerliche Weise zustande, wovon Ausschüttungen ausgeht. Das einzig Interessante ist der Unternehmenswert, die einzig interessante Größe. Dann gehört dazu auch die Unfähigkeit festzustellen, ob man von etwas besessen ist. Man kann von vielem besessen sein, auch das habe ich in diesem Raum schon mehrmals erwähnt. Man kann besessen sein von Geld, von Aggressivität, man kann besessen sein von Ansehen, Macht, Anerkennung und von vielen anderen Dingen kann man besessen sein. Und der besessene Mensch ist das ärmste aller Wesen, die ich kenne. Und leider finden die sich gehäuft in den meistens mit guten Einkommen ausgestatteten Topmanagern. Die sind von irgendwas besessen. Das heißt, sie leben nicht ihr Leben, sondern leben aus zweiter Hand. Das, was sie besitzt, macht sie lebend. Sie definieren sich selbst von dem, was sie besitzen her und nicht von dem, was sie können und was sie realisiert haben von ihrem Können oder realisieren von ihrem Können. Selbstverwirklichung meint, und darin wird jetzt die Unredlichkeit dann auch sichtbar, meint ein klares Wissen über meine Möglichkeiten und deren Grenzen und den Versuch, die Möglichkeiten innerhalb ihrer Grenzen zu eigenen fremden Nutzen zu entfalten. Das meint Selbstverwirklichung. Diese alte Leier von der Selbstverwirklichung, ich verwirkliche mich nur selbst, wenn ich mich gegen andere verwirklichen kann, diese Leier der Endsechziger Jahre, ist Gott sei Dank ausgetönt, obwohl sie noch von manchen Menschen praktiziert wird. Wenn Sie mich fragen, wie viel Prozent ich schätze, der über 30-Jährigen bis zum Anfang der 60er besessen sind von irgendetwas, dann würde ich die Zahl bei Männern auf etwas über 50% schätzen. Bei Frauen ist das deutlich weniger. Deutlich weniger werden sie von etwas gehabt, sondern sie haben ein natürliches Talent, viele Frauen, ihr Leben auf dem Horizont der Möglichkeiten, die ihnen gegeben sind, auch zu eigenen und fremden Nutzen zu gestalten. Endlich gehört auch zur Unredlichkeit das Mittelmaß. Es geht jetzt um die neue Unredlichkeit, das heißt, ich erkenne gar nicht, dass ich nichts anderes bin als mittelmäßig.
und bilde mir dann ein, ich sei zu höherem berufen. Ne? Das gibt es in Unternehmen, das gibt es in der Politik. Wir werden beherrscht in den meisten Unternehmen und in der Politik vom einfachen Mittelmaß. Das muss man zugeben. Einer der letzten Forschungsprojekte, die ich in meiner Hochschullehrerzeit gemacht habe, war mal festzustellen, wie viel Prozent des unternehmensrelevanten Wissens und Könnens werden tatsächlich vom Unternehmen genutzt. Wir haben dann ein Unternehmen von zwischen 500 und 1500 Mitarbeitern genommen. Gefragt wurden nur Angestellte, tariflich Angestellte oder gewerbliche Mitarbeiter. Die Schwierigkeit dieser Statistik sehen Sie, ist die jeder anderen auch, nämlich die richtigen Fragen zu finden, so dass die Kohärenz und Konsistenz der Antworten aus den Antworten ermessen werden kann. Sonst ist die Stichprobe entweder zu korrigieren oder sie ist auf den Müll zu werfen. Das hängt also weitgehend von Fragen ab. Die dummen Fragen, die manchmal von Betrieben gestellt werden, sind sie mit ihrer Arbeit zufrieden, sind sie begeistert oder zufrieden mit ihrem Vorgesetzten, fühlen sich zureichend gelobt und anerkannt. Solche blödsinnigen Fragen finden Sie dann fast in allen Unternehmensbefragungen. Die Qualität mancher ist noch blöder als die von mir eben genannten drei. Wie blöd das ist, können Sie daran sehen, wenn Sie diesem gleichen Menschen am nächsten Tag, jetzt nicht in der gleichen Reihenfolge, sondern in einer anderen Reihenfolge, die gleichen Fragen vorstellen, dann hat er, wenn er sich über seinen Chef geärgert hat, kommt er zu völlig anderen Antworten. Eine Unternehmenskultur, eine Unternehmenspolitik auf solche Fragebögen zu gründen, ist Schwachsinn. Bitte? Wie sind die richtigen Fragen? Die richtigen Fragen, das System von Fragen muss sich selbst kontrollieren auf Konsistenz und Kohärenz. Das sind der Fragebogen, den unsere Studenten ausgearbeitet hatten, hat immerhin 55 Fragen gehabt. Darunter ist es sicher nicht zu machen. Nicht? Der große Minnesota-Test hat 512 Fragen, wo dann tatsächlich auch der Wahrhaftigkeitsfaktor mitgemessen wird. Wir haben immer nur mitgemessen die Konsistenz und Kohärenz der Antworten, nicht die Wahrhaftigkeit. Dazu braucht man deutlich mehr Fragen. Wir haben die inkonsistenten und inkohärenten Ausbild aus der Stichprobe rausgenommen. Wenn das sehr viele waren, muss halt eine neue Stichprobe gezogen werden. Sonst gibt es ja in jedem guten Computerprogramm, das sich mit Statistik beschäftigt, ja auch die Möglichkeit, eine etwas nicht ganz schiefe Stichprobe doch wieder halbwegs auf Vordermann zu bringen. Endlich gehört dazu zur Unredlichkeit die Überzeugung, Sittlichkeit sei berufs- oder geschäftsschädigend. Es gibt solche Leute, die meinen, Sittlichkeit sei geschäftsschädigend. Ich habe im Vorstand einer großen deutschen Bank, welche sage ich nicht, habe ich ein Seminar gehalten in ihrem Schulungshaus im Taunus. Ort nenne ich nicht. Da hat der Sprecher des Vorstandes mir gesagt, Sie können in den 2,5 Tagen, die Sie zur Verfügung haben, können Sie über alles reden. Reden Sie nur nicht über Sittlichkeit, die ist so teuer, die können wir uns nicht leisten. Ich habe dann aus stiller Rache nur noch über Moral und Sittlichkeit geredet und fand diese Rache ausgesprochen biophil begründet. Ja, ein weiterer Punkt, der zur neuen Unredlichkeit führen kann, ist die Überzeugung, dass soziale Systeme voll steuerbar sind. Soziale Systeme gehorchen alle, angefangen von einer Paar, von dem sozialen System Paar, bis hin zum System Staat, Volkswirtschaft und alles, Betriebe, alles schon mit eingeschlossen, alle sozialen Systeme, unterliegen einer Autodynamik, die nicht steuerbar ist. Also, es laufen Prozesse ab,
auch in Paarbeziehungen, auch in Unternehmen, die von uns, von unserer Rationalität nicht erreichbar sind. August von Hayek hat gemeint, dass diese sozialen Systeme in ihrer Rationalität über uns Menschen hinausgewachsen sind, sodass menschliche Rationalität deren Rationalität nicht mehr einholen kann. Warum sollte auch gerade der Mensch der Endpunkt der Entwicklung sein? Das ist nicht einzusehen. Also kann es komplexere Formen geben, die unsere Rationalität nicht mehr erreicht. Und das gilt schon für Paarbeziehungen. Schauen Sie, ich habe sonntags vormittags, wenn ich nicht gerade hier bin, meistens jedenfalls, sonntags vormittags Partnerschaftstherapie. Und das Erste, was ich versuche herauszubringen aus den Partnerschaften, um nur zu erklären, wie autodynamisch sich solche Prozesse, auch Partnerschaftsprozesse organisieren, versuche ich erstmal herauszubringen, die schuldzuweisenden Du-Anreden. Hast du mal wieder, warum hast du, und so, ja? Wenn, und zwar mache ich das meistens so, da wird irgendwo eine Dose aufgestellt mit einem Loch drin und jeder, der mal eine schuldzuweisende Du-Anrede braucht, muss da 5 Mark reintun. Wenn die Dose voll ist, gehen die beiden mal nett Abendessen oder so. Aber es ist überraschend, dass diese kleine Selbstbestrafung, dazu führen kann, dass tatsächlich solche Schuldzuweisungen nicht mehr vorkommen. Und wenn keine Schuldzuweisungen mehr vorkommen in einer Partnerschaft, dann ist die halbe Miete schon drin. Dann kann ich nur noch, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, es gibt eine Soziodynamik von Partnerschaften, die wir kennen. Ein Punkt ist in etwa Schuldzuweisungen, die in der Dynamik, Soziodynamik aller Partnerschaften vorkommen. Sind etwa Schuldzuweisungen, die durchaus vermeidbar sind in einem bestimmten Rahmen und in einem bestimmten Maß. Vollständig auszuschalten sind sie nicht. Und hier sehen Sie, dass die Autodynamik auch in solch einer relativ trivialen Frage wie der Schuldzuweisung nicht voll von uns gesteuert werden kann. Das müssen wir anerkennen, müssen wir akzeptieren, das ist halt so. In die Dose kommen auch nach 5 Jahren noch immer Geld rein. Nicht mehr so viel wie am Anfang, aber es kommt immer noch was rein. Endlich, die moderne Unredlichkeit zeigt sich in der Einbildung, die Vernunft sei allen Menschen in gleicher Weise gegeben. Oder das, was vernünftig sei, sei für alle Menschen vernünftig. Das ist natürlich eine sehr unvernünftige Behauptung, die zwar Kant noch angenommen hat als treffend, hat auf der Ebene der Vernünftigkeit versucht, Konsens mit allen Menschen zu erreichen. Wir wissen aber spätestens seit Marx, dass die Vernunft ein Epiphänomen des Interesses ist. Das heißt, ich halte das für vernünftig, was meinem Interesse gehorcht. Da müssen Sie also zum Beispiel den Herrn Lafontaine sollten Sie dann für vernünftiger halten als den jetzigen Wirtschaftsminister. Der Herr von Lafontaine wollte nämlich das Einkommen der besser verdienten von 53 auf 47 und dann endlich auf 45% senken, die Einkommenssteuerschulden. Während der jetzige Wirtschaftsminister gesagt hat, nee, die bleiben bei 53%. Und wir helfen den Niederverdienten. Also dem armen Herr von Lafontaine haben die nur, die meisten tun ihm Unrecht. Er hat einen Fehler. Er war Keynesianer, obwohl der Keynesianismus falsifiziert ist. Er glaubte an die Lenkbarkeit, an die Autodynamik politischer, sozialer und kultureller, ökonomischer Abläufe regeln den Staates. Der Staat kann diese nicht regeln, weil und insofern autodynamische Prozesse ablaufen. Endlich die kollektive Überzeugung, also alle Menschen seien Egoisten, die gibt es auch. Vor allen Dingen Egoisten sagen das. Entschuldigung, ich bin ja nicht anders wie die anderen auch, ich suche meinen eigenen Nutzen. Was interessiert mich der Nutzen unseres Unternehmens, nicht? Oder der Kirche oder des Staates? Ich suche meinen eigenen Nutzen. Dazu kommt es zudem,
was Marie-Louise eben schon gesagt hat, in der Einführung gesagt hat, wir kommen aus unserer egoistischen Position dazu, mit dem konkreten Staat Bundesrepublik Deutschland keine symbiotische Einheit, sondern eine ausbeutende Einheit zu machen. Ich versuche herauszubekommen, was ich herausbekommen kann. Ob das dem Staat nutzt oder schadet, interessiert mich nicht. Diese Form des Egoismus ist ziemlich verbreitet. Also tatsächlich ist es auch so, dass wir symbiotische Einheiten mit sozialen Systemen eingehen müssen. In sozialen Systemen, angefangen von der Partnerschaft, bis hin zur über die Familie, bis hin zu Unternehmen und hin zu einem Staat. Wir müssen uns so verhalten, dass beide Nutzen davon haben. Ja, diese Fragen zeigen, wie sehr diese neue Unredlichkeit verbreitet ist. Ich habe noch ein paar andere auf dem Zettel stehen, aber die will ich Ihnen jetzt mal vorenthalten, weil die Zeit relativ schon weit fortgeschritten ist. Ich vermute, dass es für uns alle Pflicht ist, sittliche Pflicht ist, unser eigenes Gewissen zu überprüfen auf solche latenten Formen der Unredlichkeit. Denn sonst kommen wir nicht zu einem verantworteten Gewissensurteil. Ich habe Ihnen schon gesagt, was die normative Kraft ist, die im Gewissensurteil zu sich selbst kommen sollte. Es ist das, die schon in diesem Raum so oft zitierte Biophilie mit den genannten Randbedingungen. Ich glaube, wenn wir versuchen, diese Biophilie praktisch zu leben und auch auf die Gefahren, die von der neuen Unredlichkeit in uns selbst entstanden sind und auch vielleicht von anderen vermittelt entstanden sind, dass wir diese Inhalte der neuen Unredlichkeit einmal überprüfen, auf ihre Biophilie hin, zum einen, und zweitens sich gleichzeitig fragen, wie komme ich aus meinem Selbstkonstrukt heraus? Wie kann ich diese Dinge aus meinem Selbstkonstrukt heraus eliminieren? Wenn wir uns mit diesen beiden Punkten jetzt zur Jose oder nicht zur Diskussion begeben, Entschuldigung, gibt es hinterher was zu essen, glaube ich, dann wird dieser Tag, dieser Sonntag für uns von großem Nutzen sein. Also nochmal das Selbstkonstrukt, darauf überprüfen, ob Elemente der neuen Unredlichkeit in ihm enthalten sind und sich fragen, wie kann ich diese Elemente loswerden? Wie kann ich mich von meinen Selbsttäuschungen befreien? Ich habe Ihnen schon angedeutet, wie es geht, aber jeder muss ihn auf diese Frage, die das Zentrum seiner Persönlichkeit betrifft, selbst eine eigene Antwort finden. Und das kann ihm keiner abnehmen. Dankeschön. Ich habe Shareholder Value auch nur kritisiert, wenn sie monopolar gesehen wird. Wenn die anderen vier Faktoren nicht mehr gesehen werden. Arbeit, Umwelt, Unternehmenskultur und Kreativität. In manchen Unternehmen ist das so, da ist der Shareholder Value monopolar und da habe ich etwas gegen. Ich bin der Meinung, dass das betriebsnotwendige Kapital sich gerecht rentieren muss, ebenso wie ich der Meinung bin, dass der Wertschöpfungsanteil der Arbeiter, Mitarbeiter in einem Unternehmen sich zu orientieren hat an dem Anteil, an der Wertschöpfung. Es gibt keine törichtere Vorstellung, als den Arbeitslohn festzumachen an der Arbeitszeit. Der Arbeitslohn ist festzumachen an der geschätzten Wertschöpfung der Arbeit. Und wenn einer nach zwei Stunden oder ein Team nach zwei Stunden sein Wertschöpfungsziel erreicht hat, dann kann es nach Hause gehen.
Nicht? Warum lamentieren wir so schrecklich über die Arbeitszeit? Schauen Sie, früher oder später wird uns eh nichts anderes übrig bleiben, als von der Wertschöpfung her die Entlohnung, die gerechte Entlohnung her zu bemessen. Denn wenn wir nicht das Heer der Arbeitslosen noch mehr vermehren wollen, dann können wir durchaus, das Unternehmen kann dann bei der gleichen Wertschöpfung bleiben, mit der halben Arbeitszeit und den gleichen Zahl der Beschäftigten. Also wenn wir wirklich die Wertschöpfung, die schließlich vom Markt bestimmt wird, durch die Nachfrage des Marktes und sich orientiert an drei Punkten, erstens am Preis, zweitens an der Qualität und drittens an den mitgelieferten Zusatzleistungen, wie etwa Garantie für Zusagen über 3 Jahre. Ich glaube mir deshalb Compact Computers, weil die 3 Jahre Garantie vor Ort haben. Das ist also eine Dienstleistung, die noch zusätzlich angeboten wird. Und danach bemisst sich dann der ökonomische Wert, die Nachfrage. Also und natürlich an dem Bedürfnis des Menschen, ein solches Gerät zu besitzen. Ja, also bitte, das, die Frage geht noch weiter, die geht letztlich auf die Wertschöpfung, gerade der gerechte Lohn, aber auch den Wertschöpfungsanteil des Kapitals, den gilt es zu berücksichtigen. Denn was würde, wenn das Kapital entzogen würde, an Wertschöpfung fortfallen, nämlich sehr viel. Also ist auch das Kapital gerecht zu bedienen, gerechte Bedienung, noch einmal, bezieht sich nicht auf den Wert der Aktien, den Emissionskurs der Aktien oder den Handelswert der Aktien zum heutigen Tage, sondern der Wert eines Unternehmens und auch damit die Wertschöpfung, die vergangene Wertschöpfung eines Unternehmens, die sich im Wert des Unternehmens darstellt, bezieht sich auf die Nachfrage des vom Unternehmen angebotenen Produktes. Und die Nachfrage ist von den eben genannten Faktoren bestimmt. Also erstens muss ein Interesse an Gebrauch oder Verbrauch eines Produktes entstehen. Zweitens muss das Produkt mit anderen Wettbewerben der Wettbewerb kann gehen über die Kosten, kann gehen über die Qualität, der kann gehen über die zusätzlich angebotenen Leistungen. Und hier wird der eine zu dem einen Schluss und der andere zum anderen Schluss kommen. Nicht, dass er keinen Compact Computer, sondern einen IBM Computer vielleicht sich kaufen und einstellen. Ich kann nur dann etwas als Tatsache nehmen, auf dem mein Handeln aufbaut, das ja auch andere betreffen kann, mein Handeln aufbaut, wenn es von zwei verschiedenen interessierten Quellen identisch vorgestellt wird. Das ist die dritte Redlichkeitsregel des Mittelalters und an der Schwelle der Neuzeit ist das alles gegangen. Ja? Interessierte keinen mehr. Redlichkeit ist eine Störgröße. Spätestens seit Descartes, der das Problem zwischen Gewissheit und Wahrheit dadurch löste, dass er einfach gesagt hat, die Gewissheit ist das Kriterium für die Wahrheit. Damit war das Problem von Sokrates endgültig gelöst. Ja? Dass jeder Mensch dann eine andere Wahrheit hat, das störte ihn nicht weiter. Das zentrale Kriterium ist für mich jedenfalls, um von einem redlichen Menschen zu sprechen, dass er in Weisheit und in Anpassung an den anderen Menschen und seine Vibes versucht, biophil zu sein, sich biophil zu organisieren. Nicht? Das ist eine von der Sittlichkeit, nicht von der Moral her, also von der philosophischen Disziplin, der Ethik herkommende Bestimmung, aber die Philosophie hat, wenn Hegel nicht völlig Unrecht hat, eine große Aufgabe. Nämlich den Wandel des allgemeinen Bewusstseins kritisch zu begleiten und ihn zur Sprache zu bringen. Sie hat aber auch, und das ist jetzt will ich noch dranhängen, die Aufgabe, neben der kritischen Begleitung auch Alternativen aufzuweisen, die es außer den augenblicklich gängigen Wegen gibt. Und daher die Biophilie.
Warum bin ich für das Biophilie-Postulat? Vielleicht beantwortet das Ihre Frage mit. Erstens, weil es in allen Menschen, wenn sie nicht psychisch oder sozial krank sind, vorhanden, latent wenigstens vorhanden ist. Ein nicht psychisch und sozial kranker Mensch, auch von denen gibt es eine ganze Menge, die durchaus biophil sich orientieren, unbewusst. Ein solcher Mensch wird durch Versuch und Irrtum lernen, was ihm und anderen zu leben hilft. Nicht? Hier kann schon wegen der beigeordneten Inkulturation kann ein Mensch A und ein Mensch B nicht identische Formen wählen, Biophilie zu mehren, denn in diese Biophilie gehen immer auch subjektive Erfahrungen ein. So, jetzt zu Ihrer Frage. Erstens bin ich für das Biophilie-Postulat, weil es von allen Religionen und Weltanschauungen ohne jede Ausnahme, selbst vom Marxismus, in gebrochener Form immer und überall gelehrt wird. Es ist also, wenn Sie so wollen, die Forderung von Herrn Herzog, unseres Bundespräsidenten, erfüllt, dass wir zu einer welteinheitlichen Ethik kommen müssen, um alleine schon die Umweltproblematik zu schaffen, oder wir müssen eine Ökokratie einführen, und das wäre wahrscheinlich das Schlimmste. Also, erstens ist das universell. Zweitens ist es, und das halte ich für mindestens ebenso wichtig, leicht überprüfbar. Ich kann relativ leicht, wenn ich mich 10-mal abends gefragt habe, wo hast du am ehesten Leben gemehrt und wo am ehesten Leben gemindert oder am wenigsten gemehrt, fällt mir das meistens sofort ein. Also es ist eine Sache von 30, 40 Sekunden. Dann überlege ich mir, das dauert vielleicht ein bisschen länger, was kannst du tun, um zu vermeiden, dann wenig oder weniger biophiles Verhalten oder vielleicht gar nekrophiles Verhalten. Bevor Sie das 20 Mal gemacht haben, ist das ein Aufwand von einer Minute. Also, es ist empirisch relativ leicht zu überprüfen, viel leichter als etwa die Würde des Menschen, über die Neukantianer heute noch als höchstes sittliches Ziel sprechen. Es ist sehr schwer festzustellen, ob ich die Würde eines anderen Menschen in der Interaktion eher gemehrt oder gemindert habe. Ich kann mich da täuschen. Sehr viel leichter als bei der Biophilie. Und drittens, weil dieses Prinzip parallel läuft, bitte achten Sie auf das Wort parallel läuft, nicht identisch ist, parallel läuft mit einem Prinzip, das wir in der Biologie als allgemein kennen, dass eine biologische Art versucht, ihr Leben, das Artleben, zu erhalten und zu mehren. Das geht nicht unbedingt jetzt auf das Individuum. Sodass wir hier auch in der Biologie eine vorgegebene Aussage haben, die sicher, da man die Ist- und die Soll-Ebene nicht miteinander verwechseln darf, hat Hume schon festgestellt, dass man das nicht sollte. Es spielt auf zwei verschiedenen Ebenen, aber es spielt auf der anderen Ebene auch. Das sind drei Gründe, warum ich das Biophilie-Postulat für vor allen anderen Angeboten der optimierten Sittlichkeit vorziehe. Wie kann man das machen? Wie gesagt, viele Menschen leben schon, organisieren ihr Leben auch zum Teil aufwendig biophil, ohne es zu wissen. Ja, wir wollen mal unterscheiden zwischen moralischen Werten und sittlichen Werten. Die moralischen Werte sind, wie schon gesagt, immer systemspezifisch. Und nach dem Untergang der abendländischen Werteordnung, die politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen, auch privaten Werte sind nicht mehr stabil. Nach Untergang der neuzeitlichen Werteordnung gibt es nur eine Möglichkeit, überhaupt sozial verträglich sich zu verhalten, wenn ich die Sozialverträglichkeit nicht einbinde in bestimmte soziale Systeme, sondern mir selbst eine Gewissensvorlage erarbeitet, die mich daran hindert, sozial unverträglich zu verhalten.
Das sozial unverträgliche Verhalten muss dabei sich aber auf die ganze Menschheit beziehen, nicht nur auf ein Unternehmen, eine Partnerschaft oder so etwas. Und das will ja präzise die Ethik. Sie will eine Aussage treffen, die für alle Menschen gültig ist und nicht nur eine Aussage, die in einem bestimmten sozialen System bei der Bestimmung der Werte hilft, dieses soziale System mit seinen Ergebnissen zu verbessern, in seiner Lage zu verbessern. Mit einer ketzerischen Bemerkung kann ich das dann auch schließen. Sie sind Katholik oder auch Angehörige einer Kirche der Reformation, wenn Sie Ihre Kirchensteuer bezahlen. Sie können leben wie ein Ferkel. Sie können das Sprechen verlernt haben und nur noch grunzen. Hauptsache, Sie bezahlen Kirchensteuer. Sind Sie katholisch oder evangelisch? Sie können nicht zum entsprechenden Behörde gehen, das ist von Land zu Land ein bisschen verschieden. Sagen, ich möchte gerne aus der Körperschaft öffentlichen Rechts katholische Kirche austreten, aber geben Sie, ich nehme bitte zu Protokoll zu nehmen, ich will der Religionsgemeinschaft katholischer Kirche weiterhin angehören. Dann sind Sie exkommuniziert, aus der Kirche aus, werden Sie aus der Kirche ausgeschlossen. Also es hängt nicht davon ab, wie Sie leben oder was Sie glauben, um katholisch zu sein, sondern ausschließlich von der Zahlung der Kirchensteuer. Beschluss der Bischofskonferenz. Und Sie sehen, wie Systeme eine Moral aufbauen, die ausschließlich ihrem Selbsterhalt dient. Und die Sie nicht mit Sittlichkeit mehr rechtfertigen können. Denn dieser Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz war zutiefst unsittlich, er war aber hochmoralisch. Ich glaube, dass wir die Politiker etwas überfordern. Sie sind genauso Menschen wie wir, die meisten von uns jedenfalls, die nur dann am Gemeinwohl interessiert sind, wenn es, und an der Mehrung dessen, was Gemeinwohl bedeutet, interessiert sind, wenn es zufällig mit der Mehrung des Eigenwohls übereinstimmt. Und es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, dass die Politiker Übermenschen seien, das heißt, das Gemeinwohl auch dann mehren wollen, wenn sie selbst dabei Schaden erleiden. Das wäre unvernünftig, ja? Und so sind dann die Politiker genauso zu beachten, zu beurteilen wie jeder andere Mensch. Das heißt, das Gemeinwohl suchen wir nur dann, wenn das zufällig ausnahmsweise mit dem Eigenwohl zusammenfällt.